Wir hatten insgesamt ein robustes drittes Quartal. Der Umsatz ist leicht gestiegen. Wichtiger aber ist, dass das Ergebnis sich verbessert hat, vor allem auch bei, was wir nennen, Functional Materials und Solutions und Performance Products. Das sind die Downstream-Produkte, also mehr die Spezialitäten, wo wir eine gute Mengenentwicklung im dritten Quartal gesehen haben. Wir bleiben sehr zurückhaltend und sehr vorsichtig. Wir haben etwas Wachstum gesehen dieses Jahr. Wir haben schon vor 3 Monaten gesagt, dass wir für das zweite Halbjahr im Grunde eine flache Entwicklung erwarten, also kein Anstieg des Wachstumstrends. Und das kann man, glaube ich, heute auch bestätigen. Gleichwohl, wir wollen unverändert den Umsatz steigern. Das ist das einfachere Ziel. Das anspruchsvollere Ziel ist sicherlich für das Gesamtjahr das Ergebnis über das sehr gute Niveau von 2012 zu erhöhen. Unverändert investieren wir sehr viel in Forschung und Entwicklung. Wir werden auch dieses Jahr unsere Investitionen noch mal deutlich ausweiten, gerade auch in den Schwellenländern. Darüber hinaus haben wir eine ganze Reihe von Ertüchtigungsmaßnahmen initiiert, also Maßnahmen, um die Produktivität, um die Kosten, um die Effizienz zu verbessern. Und wir haben ja gerade auch vor wenigen Tagen noch mal ein Restrukturierungsprogramm bekannt gegeben, mit dem wir unsere Pigmentproduktion weltweit noch wettbewerbsfähiger machen wollen.